Eine Weile starrten die drei Fragezeichen die vielen Gondeln an. Dann hatte Bob plötzlich eine Idee. Hier hab ich es. Die Gondel dort vorn gibt es nur einmal. Wahrscheinlich sollen wir uns genau die auswählen. Los! Peter war noch nicht ganz überzeugt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Doch schließlich nahm auch er in der Gondel Platz und das Riesenrad setzte sich in die Bewegung. Es ging höher, höher und höher. Dann oben hatte man einen fantastischen Ausblick über die Pazifik Wunderland. Plötzlich gab es einen gewaltigen Ruck und die Gondel, in der sie saßen, legte sie zur Seite. Peter schrie laut auf. Oh nein! Reiß das Ding ab! Es quietschte fürchterlich und die drei Freunde wurden durchgeschüttet. Zum Glück war der Spuk aber schnell vorbei und kurz darauf hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Die alte Frau öffnete ihnen die Gondeltür. Das tut mir wirklich leid, dass eure Gondel so gewackelt hat. Ich werde dem Techniker Bescheid sagen. Hier habt ihr all wieder gut machen. $10. Verwundert nahm Justus den Schein in die Hand. Das stimmt doch, was nicht, flüsterte er. Irgendwas ist hier faul. Lass uns den Schein genauer ansehen. Vielleicht ist er Falschgeld. Kennt ihr euch gut mit Falschgeld aus? Wenn ihr Experte seid, dann bleibt dran und dann löst mit mir zusammen das Rätsel. So, hier ist schon der ein 2x10-Dollar-Schein und ist das hier ein Original oder eine Fälschung? Wir schauen mal, wie viele Fehler finden wir bei der Fälschung. So, ihr seid auch natürlich gefragt. Ja, so was ich hier sehen kann, finde ich 6 Fehler und machen wir genau dieses Türchen mal auf. So, und der ist. Hier. So. Mit der Maus. Die hat sich ja ein bisschen versteckt. Welche Maus? Und da haben wir mal wieder so ein lächeln Teil. Und ja, das sieht eigentlich ganz leicht aus, war bei den anderen ja auch schon. Damit könnt ihr wunderschöne Plätzchen erstellen. Hier haben wir es ja nochmal in. Und damit geht es weiter zum nächsten. Es gab keinen Zweifel, im Nikolaus-Kostüm steckt eine Frau. Sie muss ihr Kostüm sehr hastig angezogen haben. Aber vor allem die rot lackierten Fingernägel hatten sie verraten. Die drei Ausrufezeichen stellten die Frau vom kalten Karussell zur Rede. »Was wird hier eigentlich gespielt?«, fragte Marie. »Haben Sie etwas mit dem sprechenden Geist zu tun?«, setzte Franzi nach. Der falsche Nikolaus lächelte. »Es war nett mit euch.« Blitzschnell drehte die Frau sich um und verschwand durch seine Seitentür. Weg war sie. Franzi sprang über den Tresen und rüttelte an der Tür. Abgesperrt, ärgerte sie sich. Mist, was machen wir denn jetzt? Marie zeigte auf ein Brett, an der Rückwand der Bude. Da, siehst du die Schlüssel? Franzi nahm alle 4 Schlüssel vom Brett und probierte sie nacheinander aus. Kim drückte ganz fest die Daumen. Schlüsselraten für euch, aber flott. Tikarotti. Und hier sind die wunderschönen Schlüssel abgebildet. Welcher von denen passt in das Schlüsselloch?
51, 52, 53, natürlich keiner von denen. Och, Leute. Keiner passt da rein. Und darum dürfen wir die Fußabdrücke heute aufmachen. Auf jeden Fall. Und die machen wir auch an der Tür auf. Und haben da keine Ahnung, ups, was das ist, aber irgendwie so eine komische Sache. Schauen wir einfach mal kurz. Und was da denn die Anleitung dazu? Und da ist ein Siegel. Damit könnt ihr wunderschöne Sachen einfach absiedeln, zum Beispiel euer Schrank, und dann seht ihr ja, wenn einer von irgendjemand anderem einfach aufmacht, weil da zieht sich dann ja ab, oder für ein Tatort werden die ja abgeklebt, die Türen, und dann macht